Ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Shadow of Mordor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind die Pfeile, die ich gesucht habe. Wir gehen hier oben auf den Turm hoch wieder. Irgendwo hier wird sich gekloppt. Unten ist schon wieder ein Karagor und runter hier. So, die nehmen wir an. Burg der Wächter. Bitte zuerst 5 seiner Mitläufer. Alter Schwede. Der ist auf jeden Fall. Menschenabschaum! Alter, jetzt geht's ab hier. Wage es nicht vor mir abzuhauen! Ich werde dich durch ganz Mordor jagen! Du wirst mich gleich gar nicht mehr jagen, oder? Stell dich mir, den Schild hab ich nicht ohne Grund! Versuchst du das noch einmal? Das nennt sich Schild! Ich kann nicht über ihn drüber springen. Oh Gott! Hille! Weg hier! Oh, shit! Okay. Scheiße! Verdammt, Alter! Zack, Junge. Gut, Junge. Tun, als mit Vögeln zu tanzen. Ah, Kacke, Alter. Oh, fuck. Sehr schön, der ist tot. Tot. Du bist tot. Seh nix. Tot. Ich muss ihn halt eigentlich nur mal greifen, so, das wäre eigentlich ganz cool. Oh shit. Okay, das war knapp, dass ich da gerade die Hinrichtung hatte. Ich töte dich! Lasst euch nicht packen! Abstechen, scheiße. Ich wollte ihn ja nicht abstechen, ich wollte ihn eigentlich. Lauf, 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 Junge, lauf, 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 lauf.
Essen, sehr schön. Das geht mir immer hier auf den Sack, dass die hier immer so drumrum. Willst du hin, Junge? Halb hier. So, jetzt hab ich dich. Jetzt bist du tot, Junge. Ciao! Sehr schön. Das Messer hier nehmen wir uns auch mit. Nice. Nice, nice, nice. Verbesserungen. Wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Verschalten wir mal das hier frei. Das können wir nicht freischalten hier. Warum eigentlich nicht? Hauptaufträge freigeschaltet. Ach so, das wird durch spielende Hauptaufträge freigeschaltet. Okay. Attribute. Wir haben 125 Macht. Wir können uns hier nichts kaufen. Außer noch ein Dolch-Runenplatz, aber den lassen wir mal. Sehr schön. So. Wir machen jetzt da hinten den Auftrag. Gehen hier mit dem Auge des Dings hier durch. Bin hier hoch. Zack. Du gelehrt hast nach einem Sprung über Felsen oder niedrige Mauern, um einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Junge, Junge. Hier sind einiges an Orks. Hier unten sind Schritt zurück. Ciao. Sie versuchten ihn zu, aber er konnte ihnen entkommen. Sehr schön. Sehr gut. Manchmal ein bisschen umständlich hier die ganze Geschichte. So, jetzt. Jetzt haben wir auch wieder unsere Pfeile. Okay. Runter hier. Und weg. Hinten ist wieder einiges an Karagor. Hier ist wieder so ein neuer Turm, den nehmen wir auch gleich mit. Einmal hier sind. Nun. Die Finger aus Silberglanz erstrecken sich die Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. Ach, hier geht's weiter runter noch? Lol, ich dachte, das wäre alles an der Karte. Das hier. Ah, hier sind die Ausgestoßenen. Hier oben müsste ich hin, um... Blutrache, räche den Tod von Jack, indem du Krug dir Schmutzige tötest. Okay, okay, okay. Das könnten wir auch machen. Das machen wir auch mal. X. Wir reisen jetzt hier rüber, wo wir gerade hergekommen sind. Und dann nehmen wir erstmal hier den Turm als Ziel.
Er ist in diese Richtung. Schön. Hier ist aber einiges an. Lol, Alter, geil. Okay, Respekt der Feigling, Bock der Zwilling. Okay, von dem habe ich hier anscheinend schon was. Bock der Barbarische, Bock der Zwilling. Okay, hier habe ich schon Schwächen. Hier habe ich auch schon Schwächen. Ich auch schon Schwächen. Ein Teilswort unbekannt. Arzt der Gerissene. Oh, der ist jetzt sogar da, wo wir gerade sind. Zack! Und zack! Nice, Alter. So ist doch der Weg viel kürzer und viel schneller. Das ist so geil, Alter. Also das Reiten von so einem Vieh, das macht ja echt Spaß. Ich glaube, mit dem Fressen hier füllt er auch gut seine HP auf. Hallo? Es ist halt übel easy mit so einem Vieh, Mann. Da hinten gehen wir nicht lang. Hallöchen. Das ist halt geil, weißt du, ich kann mit dem Vieh hier, kann ich die Leute hier fressen? Und bring ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Kann halt hier aber auch gleichzeitig ganz easy noch die Typen fressen, ne? Das ist halt übel geil. Der frisst die Typen hier und ich greife ihn halt eben an. Das ist halt mega nice. Das ist übel krass. Die Viecher sind da richtig der Hit. Die müssen wir uns öfter zunutze machen. Plong! Mordor nimmt die Form der Elder an. So.
ist denn hier unser Karagor? Da ist er. So, jetzt brauche ich die Map. Und dann gehen wir nämlich mal hier hin. Oder wir machen das. Krug der Schmutzige. Den. Jetzt, wo wir hier so ein übelstes, krasses Vieh haben. Nehmen wir an. Wandle in der Geisterwelt, um Krug den Schmutzigen ausfindig zu machen. Ich würde für einen Schluck frisches, sauberes Wasser treten. Hä? Artefakte habe ich jetzt eingesammelt. Schlüssel der Tage. Der Himmel über Mordor wird von geflügelten Schatten gesäubert. Den Höllenhetzern. Krähen wie dieses arme Exemplar werden gnadenlos gejagt, jedoch nicht als Nahrung. Nein, Krähen werden gejagt, da jeder dieser übergroßen schwarzen Vögel ein potenzieller Spion sein könnte. Ein Bote, der seinem Herrn außerhalb Mordors Neuigkeiten bringt. Diese Krähe wurde von ihrem Schicksal ereilt, als sie versuchte, eine verschlüsselte Nachricht ihr überbringen. Um den Erinnerungspunkt zu finden. Dies ist, was ich sah, nämlich, dass die Orks die Erde durchgraben. Sie haben gewaltige Höhlen in die Erde gegraben, in die Hänge, Hügel und Berge. Und dort arbeiten sie. Sie haben Schmieden errichtet und sie lassen ihre Schmiede Tag und Nacht Waffen und Rüstungen schmieden. Um Metall einzusparen, fertigen sie die Rüstungen nur für die Front. Als hätten sie nicht vor, sich je wieder zurückzuziehen. Oh, und dann sind da noch diese gewaltigen Gruben. Doch da schaffen sie bestimmt 100 Orks am Tag. Und einige davon sind diese Uruk-hai. Man erkennt sie sogleich, denn sie sind mindestens einen Kopf größer als die anderen Orks. Sie werden als Kämpfer geboren und beginnen sogleich den Rest zu führen. Niemand hat meine Spitzeleien bemerkt. Aber schick keine Krähen mehr. Die anderen Orks könnten misstrauisch werden. Toll. Ist ja cool, ey. Sie sind zäh und keinesfalls dumm. Wir haben unsere Feinde unterschätzt. Sie wurden zu einem Zweck erschaffen, um die Welt der Menschen zu zerstören. Irgendwo hier in dem Umkreis muss dieser Typ sein. Da hinten ist er. Da ist er doch. Schwächen. Anfällig gegen Schleichtodestöße. Er leidet Schaden durch Explosionen. Steht er an einem Lagerfeuer? Nicht unten durch? Ja. Klingt für mich so, als würde sich hier jemand gern beschweren. Und wir wissen alle, wie das endet. Mit einer Axt im Schädel. Wir sind aber viele, Alter. Aber wenn er anfällig ist gegen Schleichtodestöße. Hallo? Zack! Geile Sache, Alter. Nice. Wir machen hier auf jeden Fall einen Cut, ja, und machen dann Donnerstag weiter.
Das macht so mega Spaß. Ich habe mir erst überlegt, wirklich das Projekt irgendwie wegzulassen, weil, weiß ich nicht, weil es doch schon ganz schön viel ist, was ich habe. Schlacht um Mittelerde, Scarface, Sonntag, dann das hier noch und eigentlich nur, weil ich auf Elex warte, aber das macht so viel Spaß, ey. Das ist absolut der Hammer. Wir sehen uns dann auf jeden Fall Donnerstag. Viel Spaß, bis dahin. Habt dann noch eine schöne Woche, bleibt da gesund. Ciao, tschüss. Euer Immer.